Heureka, das ist es. Der gewundene Körper der Drachenmutter zieht sich nun über doppelt so viele Mosaiksteine wie der ihres Sohnes. Doppelt so alt. Das war also damit gemeint. Ha! Der Mann macht mir Angst. Los, Kim, gehen wir. Der Mönch ist schon länger tot. Richard? Richard, bist du hier? Wohin gehst du? Warte dort am Eingang und fass bloß nichts an. Was ist das? Ein Gürtel und eine Tasche. Von Richard? Sehr wahrscheinlich. Wo kann er sein? Ich schau mich hier mal um. Vielleicht gibt's ja noch einen anderen Ausgang. Der Gürtel einer englischen Uniform. Die Tasche ist leer und auch sonst sind keine Hinweise daran zu finden. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es der von Richard ist. Er ist schon einige Tage tot. Eine Stele aus Stein. Keine Ahnung, was es mit diesem Steinklotz auf sich hat. Bewegen kann man ihn jedenfalls nicht. Dort an der Wand ist ein Relief, das einen Drachen darstellt. Das scheinen Schriftzeichen zu sein. Allerdings habe ich davon keine Ahnung. Eine Stele aus... Keine Ahnung, was es mit diesem Steinklotz auf... Das scheinen Schriftzeichen zu sein. Allerdings habe ich davon keine Ahnung. Wir sollten hier nach Hinweisen auf den Verbleib von Richard suchen. Kim, hast du diese Schriftzeichen überall bemerkt? Sind kaum zu übersehen, oder? Weißt du, was sie bedeuten? Nein, aber ich habe sie schon mal gesehen. In den Aufzeichnungen deines Onkels. So? Da, wo dein Onkel von diesem Professor Hayes und dem toten Mönch in der Höhle geschrieben hat, lag ein Zettel zwischen den Seiten, auf dem solche Hieroglyphen beschrieben sind. Leider waren die Erklärungen in eurer merkwürdigen Geheimschrift verfasst. Stimmt. Mein Onkel hat nach den Angaben von Hayes eine Übersetzung der Zeichen angefertigt, die sie auf der halbverbrannten Karte gefunden haben. Und? Kannst du damit übersetzen, was hier an den Wänden steht? Das ist nicht so einfach. Lass mal sehen. Hayes war der Meinung, dass das gar keine Hieroglyphen im eigentlichen Sinne sind, also keine Schrift, die sich aus Bildern zusammensetzt. So? Was denn dann? Er hielt es für eine sehr frühe, aber schon hochkomplexe Schrift. Vielleicht die erste wirkliche Schrift, also eine Urschrift. So weit, so gut. Aber was steht denn nun da auf dem Boden und an den Wänden? Um das zu wissen, muss ich erst verstehen, wie man diese Schrift liest. Versuch's doch selbst, wenn es dir nicht schnell genug geht. Sorry, ich weiß nur nicht, wie viel Zeit wir noch haben, bis die Wachen die geöffnete Tür bemerken. Schon gut. Also Hayes zufolge stehen die Zeichen nicht für einzelne Worte, wie es bei einer Bildsprache üblich wäre, sondern sie bilden komplette Sätze ab. Tatsächlich? Ja, die Buchstaben stehen nicht in horizontalen oder vertikalen Zeilen, sondern sind in Quadraten angeordnet. Wie praktisch. Hier über der Tür steht... Hinter der Pforte in diesem Raum verbirgt sich der schlafende Drache. Also gibt's doch einen anderen Ausgang. Aber wo? Vielleicht steht ja hier etwas.
Es gibt zwei Schlüssel, die die Pforte öffnen können und den Drachen entfesseln werden. Der eine wird von den Wächtern der Pforte verwahrt. Versteckt an einem weit entfernten Ort wartet der andere auf jene, die in kommenden Zeiten die Kraft haben werden, sich dem Ungeheuer zu stellen. Wenn du in das Auge des Drachen blickst, wird dir auf der Karte der Hüter das Versteck offenbart werden. Ihr alle hütet euch vor dem Drachen. Seine Macht ist verlockend, doch Tod und Verderben erwarten jene, die ihn nicht zähmen können. Das war's? Ich fürchte ja. Schöner Mist. Kannst du denn damit nichts anfangen? Naja, abgesehen von dem ganzen mythologischen Drachenkram, wissen wir, dass man einen Schlüssel braucht, um die Pforte zu öffnen. Einer war hier in diesem Kloster versteckt und wurde höchstwahrscheinlich von Richard auf seiner Flucht benutzt. Ein zweiter Schlüssel befindet sich irgendwo an einem weit entfernten Ort, zu dem wir aber keine genaueren Angaben haben. Fazit? Richard ist durch eine Tür verschwunden, die für uns verschlossen ist. Wir können ihm nicht folgen, ihn nicht finden, ihm nicht helfen. Moment mal. Was? Hier stand doch, wie man das Versteck des zweiten Schlüssels finden kann. Es ist auf einer Karte verzeichnet und offenbart sich, wenn man durch das Auge des Drachen schaut. Na toll. Leider sehe ich hier nirgends eine Karte. Und Drachen gibt's nur im Märchen. Erinnere dich an die Aufzeichnungen von Professor Hayes und meinem Onkel. Bei dem toten Mönch in der Höhle haben sie Reste einer Karte mit merkwürdigen Schriftzeichen gefunden. Außerdem hatte der Mönch einen Edelstein in Form eines Drachenauges in der Hand. Schön, dass du wieder mitdenkst. Weißt du, was aus dem Teil geworden ist? Glaubt man den Aufzeichnungen, dann hat Hayes das Drachenauge eingesteckt. Bei meinem Onkel habe ich sowas auch nie gesehen. Dann könnten die Karte und das Drachenauge also noch im Besitz von Hayes sein. Möglich wär's. Wo immer diese Pforte auch hinführen mag, dein Freund Richard ist vielleicht noch dort und am Leben. Und sie lässt sich nur mit dem Schlüssel öffnen, zu dem uns das Drachenauge von Hayes führen kann. Du hast recht. Ich darf nichts unversucht lassen. Weißt du, wo wir diesen Hayes finden? In Marrakesch. Ich bin sicher, dass dieses armselige Abziehbild eines Wissenschaftlers nach dem Scheitern seiner bedeutungslosen Karriere noch immer dort herumkriecht und billigen Trödel an Touristen verkauft. Ihre Unterhaltung eben lässt den Mann nun allerdings in einem gänzlich anderen Licht erscheinen. Das Auge des Kanjur. Der Legende nach zeigt das grüne Drachenauge, wie man die Pforte nach Shambhala öffnen kann. Wir haben in den letzten Tagen intensiv danach gesucht. Aber dank ihrer unschätzbaren Hilfe weiß ich nun, dass es sich schon seit einigen Jahren nicht mehr in diesem Kloster, sondern im Besitz von Professor Hayes befindet. Wir werden ihn zur Kooperation überreden und er wird uns die Pforte nach Shambhala öffnen. Bleib dicht neben mir, Kim. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Sie haben mir die Aufzeichnungen des Kartografen und auch noch die passende Übersetzerin Freihaus geliefert, Herr Paddock? Das ist doch Ihr Name, oder? Oh, bitte verzeihen Sie. Ich habe mich Ihnen ja noch gar nicht vorgestellt. Hanna Gräfin von Hagenhild, Leiterin dieser Expedition. Expedition? Nun sehen Sie, die vielleicht nicht immer rücksichtsvolle Art und Weise, mit der ich dieses Unternehmen durchführe, ist dem Preis geschuldet, der uns hinter dieser Pforte erwartet. Sie haben all diese Mönche und Soldaten wegen irgendwelcher Legenden und Drachenmärchen getötet? Ich denke nicht, dass ein Blindgänger wie Sie versteht, was jenseits dieser Mauern auf uns wartet. Leider dürften Sie auch nicht lange genug am Leben sein, um die Wunder Shambhalas mit eigenen Augen zu sehen und die Macht, die Sie uns verleihen werden. Denn ich begehe sicher nicht den gleichen Fehler wie unsere dilettantischen Freunde in Hongkong und lasse Sie länger am Leben als unbedingt nötig. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Bringt ihn raus und exekutiert ihn. Nicht so eilig. Vielleicht können wir Ihnen noch weiterhelfen. Eine Hand wäscht die andere, oder? Ihre Menschenkenntnis scheint so gering zu sein wie Ihre aktuelle Lebenserwartung.
Ich strebe nicht danach, Freunde zu gewinnen, sondern meine Feinde zu vernichten. Aber trösten Sie sich, meine Entscheidung betrifft lediglich Sie allein. Das hübsche Fräulein bleibt am Leben, vorerst. Sie kann uns bei der Übersetzung der Aufzeichnungen des Kartografen noch von Nutzen sein. Grasse, bringen Sie das Mädchen runter ins Lager und sorgen Sie dafür, dass sie es dort in den nächsten Tagen schön gemütlich hat. Schicken Sie anschließend ein Telegramm nach Berlin und informieren Sie den Minister darüber, dass wir nach Marokko aufbrechen, um Objekt 28 sicherzustellen. Und teilen Sie dem Museum mit, dass wir das Original der Piri Reis-Karte untersuchen müssen und man das entsprechend vorbereiten soll. Jawohl, Frau Gräfin. Und ihr zwei, was steht ihr hier noch rum? Bringt den Mann endlich nach draußen. Ich will ihn tot sehen. Und zwar sofort. Stehen bleiben! Das reicht! Manchmal muss man dem Tod erst die Hand reichen, bevor man ihm von der Schippe springt. Na dann! Halt! Junges Fräulein. Nehmen Sie Ihre Finger weg! Kim! Los geht's! Wir fahren ins Lager! Sir, Ihr Whisky. Danke. Verzeihen Sie die Frage, Sir, aber geht es Ihnen nicht gut? Was? Wie kommen Sie denn darauf? Ich trinke Whisky und genieße einen fantastischen Blick auf die Wolken. Besser könnte es mir doch gar nicht gehen.